Moin Leute, was geht euch? Wie uns habe ich heute ein neues Video für euch. In diesem Video möchte ich euch mal zwei Funktionen von meinem WebManager-Plugin vorstellen, welche ich jetzt gerade hinzugefügt habe. Und zwar habe ich unter anderem einmal die Import- und die Unload-Funktion hinzugefügt. Dass ich das hier unten in den Reviews gewünscht wurde, habe ich das einfach kurzerhand hinzugefügt, weil ich diese Funktion natürlich auch für ziemlich sinnvoll empfinde. Und aus dem Grund möchte ich euch diese einfach mal ganz normal eben zeigen. Und nochmal nebenbei gesagt, das Source-Code natürlich wurde ebenfalls geupdatet, also wie gesagt, falls ihr irgendwas mit dem Source Code anfangen wollt oder irgendwie das Ganze umprogrammieren wollt, könnt ihr dies sehr gerne tun. Das Ganze habt ihr hier, wie gesagt, frei zur Verwendung, könnt ihr hier frei verwenden. So Leute, also zuallererst laden wir uns das Update runter, packen es hier einfach auf den Server. Hier können wir nochmal ganz die ganzen Update-Logs nachsehen, was jetzt genau verändert wurde. Aber das ist ja erstmal egal, das zeige ich jetzt in diesem Video, deswegen würde ich sagen, starten wir auch mal ganz kurz den Server. So, hier haben wir jetzt den WebManager und das WebManager-Plugin. Ihr müsst natürlich den Ordner nicht löschen, das Ganze könnt ihr einfach so lassen, wie ihr es hattet. Da hat sich genau nichts verändert, also ich habe halt einfach nur einen neuen Command hinzugefügt und deswegen, ja, müsst ihr halt die ganze Datei auch nicht zurücksetzen oder ähnliches. Heißt, wir können direkt connecten und dann können wir mit /wm-list, wie man schon sieht, hier die ganzen geladenen Welten einsehen, welche halt geladen wurden. Ja, in meinem Fall möchte ich allerdings eine neue Welt hinzufügen, welche jetzt hier in dem Ordner liegt. Die liegt genau hier. Ich möchte nämlich Halloween hinzufügen. Okay, nee, wir fügen doch lieber Tempel hinzu. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, das heißt, wir werden jetzt Tempel hinzufügen. Also zuallererst geben wir einfach mal testweise ein mv-import-test. Okay, die Map gibt es lustigerweise sogar. Das heißt, ja, das funktioniert. Ich wollte eigentlich jetzt demonstrieren, dass das ganze Plugin auch erkennt, wenn zum Beispiel ein Ordner nicht existiert, dass es einfach direkt überspringt, aber ja, jetzt seht ihr es halt, jetzt haben wir Test hinzugefügt, aber das Ganze können wir jetzt nochmal unloaden, also WM Unload und dann Test. So, dann haben wir es direkt ungeloadet und dann ist diese wieder entfernt worden. Also habt ihr im Endeffekt jetzt direkt alle Features gesehen, allerdings möchte ich trotzdem jetzt nochmal mit der anderen Map machen, also WM Import Tempel war das. Und dann wird die halt importiert und wir können es mit WM Teleport Tempel auf diese Map teleportieren. Und dann sind wir hier auch mit drauf. Falls wir halt die Welt nicht mehr wollen, können wir einfach wieder die Welt unimporten. Und dann wird sie aus dem Speicher gelöscht, also aus dem Speicher des Plugins. Die Welt bleibt allerdings weiterhin im Ordner bestehen. Nur falls wir halt nicht wollen, dass die Welt am Anfang geladen wird, können wir die einfach unloaden, sodass sie uns einfach beim Start des Servers keine Ressourcen zieht oder einfach nicht länger startet. So Leute, falls euch das Update gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal ein Like da lasst. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao!